Herzlich willkommen zum Lecturecast Willensbetätigungen und stille Annahme. Es zeigt sich, dass bei Prüfungen mit der stillen Annahme und Willensbetätigungen viele Studierende Probleme haben. Ich werde versuchen, das ein bisschen für Sie zu ordnen. Der Einstieg ist eigentlich ganz einfach. Wir alle wissen seit der ersten Stunde Rechtsgeschäftslehre, Verträge kommen durch übereinstimmende Willenserklärungen zustande. Und Willenserklärungen sind entweder ausdrückliche oder konkludente Mitteilungen dessen, was ich möchte, gerichtet an eine andere Person. Sie haben einen Kundgabezweck, Sie müssen dieser anderen Person, dem Empfänger, deshalb auch zugehen. Das ist bei ausdrücklichen Willenserklärungen genauso wie bei konkludenten Willenserklärungen, also solchen, bei denen im Sinne des § 863 ABGB bei Überlegung aller Umstände kein vernünftiger Grund am Erklärungswert zu zweifeln übrig bleibt. Und wenn sich einmal deckende Willenserklärungen gegenüberstehen, Angebot und Annahme, dann haben wir einen Vertrag. Es gibt aber auch in § 864 Absatz 1 die Möglichkeit der sogenannten stillen Annahme. Und die ist wirklich still, die ist nicht stillschweigend wie die konkludenten Willenserklärungen, sondern die stille Annahme ist gar keine Willenserklärung, sie ist eine sogenannte Willensbetätigung. Worum geht es dabei? § 864 sagt, dass in Fällen, in denen eine Annahmeerklärung, also die Annahme eines Angebotes, nach der Natur des Geschäfts oder nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten ist, dass in solchen Fällen eine stille Annahme erfolgen kann. Und diese stille Annahme ist eine Willensbetätigung. Was bedeutet das? Nun, das ist keine Ausnahme vom Grundsatz, dass ein bloßes Wollen nicht rechtserheblich ist, sondern das bloße Wollen, den Vertrag anzunehmen, muss sich irgendwie nach außen manifestieren. Das klingt jetzt furchtbar abstrakt, ist aber eigentlich gar nicht schwierig. Man denke an die Bestellung mit einer Bestellkarte im Versandhaus. Diese Bestellung wird üblicherweise nicht dadurch angenommen, dass das Versandhaus den Besteller anruft und sagt, ich nehme an, oder ihm zurückschreibt, ich nehme an, sondern diese Bestellung wird typischerweise so angenommen, dass die Ware verpackt und versendet wird. Wenn wir jetzt nicht eine Norm wie § 864 ABGB hätten, wenn wir so keinen Vertragsabschluss durch Willensbetätigung ermöglichen würden, dann würde das an Sie versendete Paket beim Absender mal zur Post gegeben, von der Post zu Ihnen transportiert werden und irgendwann einmal würden Sie das Paket entgegennehmen. Sie machen es auf, Sie sehen, das, was Sie bestellt haben, ist jetzt auch da. Offenbar ist der Vertrag zustande gekommen. Das Verschicken des Produktes ist für Sie, in dem Moment, wo Sie es wahrnehmen, eine konkludente Willenserklärung. Bei Überlegung aller Umstände gibt es keinen Grund daran zu zweifeln, wenn das, was Sie bestellt haben, jetzt auch kommt, offenbar Ihr Angebot angenommen wurde. Nur, Sie erinnern sich, konkludente Willenserklärungen müssen zugehen. Das heißt, bevor Sie nicht dieses Paket in Händen halten, bevor Sie nicht sehen, aha, es wurde also tatsächlich die Sache verschickt, die ich bestellt habe, bevor das nicht passiert ist, kann der Vertrag nicht zustande kommen. Die Willensbetätigung lässt den Vertrag schon in dem Moment zustande kommen, wo mit dem Willen, dem Vertrag zu entsprechen, dem Vertrag auch tatsächlich entsprochen wird. Also nicht Eintreffen des Pakets bei Ihnen, sondern Absenden des Pakets beim Versandhaus. Der Gedanke dahinter ist, wir bringen den Vertrag schon zu einem früheren Zeitpunkt zustande, weil ohnehin klar ist, dass Sie keine Annahmeerklärung sich wünschen, dass Sie auch keine Annahmeerklärung erwarten. Der Gedanke hinter § 864 ist also, wenn es keinen Schutz des Offerenten, des Angebotsstellers braucht, mit Blick auf das Zustandekommen des Vertrages, weil der Offerent davon ausgeht, dass der Vertrag angenommen wird, ohne dass ihm oder sein Angebot angenommen wird, ohne dass ihm eine Antwort zugeht, dann brauchen wir auch nicht den Zugang einer Antwort, es reicht die Willensbetätigung. Wenn wir aber einen Vertrag zustande kommen lassen, ohne dass etwas passiert, was dem Dritten, dem Offerenten, am Erklärungswert zugeht, dann verengt sich das, was wir in der Rechtsgeschäftslehre üblicherweise lernen, nämlich es gibt den Willen der Parteien und es gibt das Vertrauen auf den objektiven Erklärungswert, natürlich nur mehr auf eines dieser beiden Kriterien. Es gibt keinen objektiven Erklärungswert der Willensbetätigung, weil solange wie das Paket bei Ihnen nicht angekommen ist, gibt es überhaupt keinen Erklärungswert.
Sie wissen ja gar nicht, wann der das Paket verschickt, wann der Versandhändler das Paket aufgibt. Wenn es keinen objektiven Erklärungswert gibt, dann gibt es aber auch keine Vertrauenstheorie. Und deshalb sagt man, dass die Willensbetätigung immer von einem tatsächlichen Willen, dem Angebot zu entsprechen, getragen sein muss. Es gibt keinen Vertrauensschutz. Wir können uns vollständig auf den wirklichen Willen der Partei konzentrieren. Warum? Weil alles das, was normalerweise verbietet, uns auf den Willen einer Person zu konzentrieren, hier nicht greift. Was man nicht weiß, davon muss man auch nicht in seinem Vertrauen geschützt werden. Damit führt § 864 dazu, dass der Vertrag schon zu einem Zeitpunkt zustande kommt, wo das normalerweise nicht möglich wäre. Und das ist insbesondere wichtig für die Anwendbarkeit von vertraglichen Gefahrtragungsregeln. Denn klar ist, wenn mit der Ware unterwegs etwas passiert und die kommt bei Ihnen gar nie an, dann könnte ja nach allgemeinen Regeln eine konkludente Willenserklärung bei Ihnen auch nicht ankommen, weil die Ware die konkludente Willenserklärung ist. Bei der Willensbetätigung ist der Vertrag aber schon zustande gekommen und deshalb können wir auch schon auf der Reise vertragliche Gefahrtragungsregeln anwenden. Ich denke jetzt also an § 429 ABGB. Der Vertrag ist schon zustande gekommen, mit Übergabe an den Transporteur gehen Eigentum und Gefahr auf den Erwerber über. Auf die verbraucherrechtlichen Besonderheiten gehe ich jetzt in diesem rechtsgeschäftlichen Zusammenhang nicht ein. Das heißt, 864 verlagert den Vertragsabschluss nach vorn, verlangt aber dann auch den wirklichen, den tatsächlich vorhandenen Parteiwillen. Das ist konsequent, weil ein Vertrauensschutz zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht stattfinden kann. Aber, und Sie erinnern sich, wie ich das Beispiel begonnen habe, wenn das Ergebnis dieser Willensbetätigung dann irgendwann einmal bei Ihnen vor der Tür steht, wenn das Paket also bei Ihnen ankommt, dann kann sich das, was als Willensbetätigung begonnen hat, das Verschicken beim Versandhändler, Ihnen gegenüber zur konkludenten Willenserklärung verfestigen. Denn jetzt ist das nach außen getreten. Auf einmal hat das, was da passiert ist, nämlich das Versenden des Produkts, Ihnen gegenüber einen Erklärungswert. Entscheidend ist für Sie also, dass Sie sehen, welche Funktion Willensbetätigungen haben. Es ist die Möglichkeit, Rechtsfolgen herbeizuführen, ohne auf eine Willenserklärung zurückzugreifen. Das ist im Rahmen des § 864 ABGB nur dann zulässig, wenn der Offerent, also derjenige, der darauf warten würde, eine Annahmeerklärung zu bekommen, gerade nicht darauf wartet, eine Annahmeerklärung zu bekommen, weil nach der Natur des Geschäfts oder nach der Verkehrssitte klar ist, dass eine Annahmeerklärung nicht erwartet wird. Dann kann der Vertrag schon durch tatsächliches Entsprechen zustande kommen. Und natürlich gibt es auch noch andere Situationen, in denen Willensbetätigungen Rechtsfolgen herbeiführen. Denken Sie etwa an die Dereliktion von Eigentum, also das Aufgeben von Eigentum. Es ist nicht notwendig, dass Sie jemandem sagen, dass Sie Eigentum aufgegeben haben. Es reicht der Willensakt, sich Ihres Eigentums zu entledigen. Und denken Sie umgekehrt auch an die Okkupation von herrenlosen Sachen. Es ist nicht notwendig, jemandem zu erklären, das nehme ich jetzt, das eigne ich mir jetzt an. Es reicht der Willensakt, um das zu tun. Und damit haben Sie eine weitere privatrechtliche Handlungsform kennengelernt, die jenseits von Willenserklärungen Rechtsverhältnisse gestaltet.